Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Enderal. Tja, ich habe mich hier ein bisschen umgeguckt in Flussheim und ich habe, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich eine Schmiede gefunden. Da gehen wir auch gleich hin. Ich war auch ansonsten nicht untätig und zwar habe ich ein paar, ja, wie soll man sagen, ein bisschen gefeilscht und gehandelt und haben unseren Charakter auch ein bisschen aufgerüstet. Und zwar seht ihr, habe ich den Fernkampf, das Schleichen und die leichte Rüstung. Und auch die Verzauberung und die Handwerkskunst. Das habe ich aufgerüstet, weil ich jetzt hier einige Lehrbücher gekauft habe. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn ein Händler Bücher hat, die thematisch zu dem passen, was er verkauft, dann sind die deutlich günstiger. Dann kosten die oft bloß 16 Groschen. Und wenn es, sagen wir mal, fachfremde Bücher sind, sind die teurer. Ich habe jetzt trotzdem ordentlich gehandelt, habe auch hier aus unserer Kiste einiges geholt. Die Kiste, der Inhalt der Kiste steht leider nicht zur Verfügung, wenn man handelt. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Man muss es tatsächlich im Inventar haben. Aber jetzt gehen wir mal zur Schmiede. Da wollten wir ja noch hin. Und dann machen wir uns auf den Weg, den Trollchef zu erschlagen. Wir waren ja in dieser Schattenmine bereits. Und ich glaube, da in der Nähe ist auch dieser Kreis, wo wir dann mit dem Meisterschädel des Nächtens eine Stunde tanzen müssen. So, hier ist die Schmiede, Leute. Guckt mal, da ist Sura Rusman. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie kannst du mir zu Diensten sein? Ich kann mal gucken, was du so hast. Natürlich. So, lass mal gucken bei den Büchern. Ne, da seht ihr hier, guck mal, da kostet die Handwerkskunst nur 16. Warum? Naja, weil sie Handwerkerin ist. Und die anderen Sachen, die sind einfach relativ teuer. Wir kaufen jetzt auch nichts, weil ich bin ziemlich pleite. Wir gucken bloß mal, ob wir hier irgendwas verbessern oder machen können. Benutzen Werkbank. Nutzt Werkbänke, um Gegenstände zu verbessern. Dafür benötigt ihr Materialien. Ach was. Oh. Ja, ich habe momentan... Oh, Rüstung 35. Was habe ich denn an? Was habe ich eigentlich an? Ich weiß es gar nicht. Ja, genau. Dachte ich mir doch. Die haben wir doch schon, glaube ich, selber irgendwie gekraftet, oder? Ich weiß es nicht. So, da können wir schmelzen. Da habe ich jetzt auch einiges aus meinem Inventar geholt, damit wir mal Eisenbahnen machen können und Goldbarren. Ach, Goldbarren. Ja, da hätte ich auch gerne einen. Quecksilber. Bei Quecksilber bin ich gespannt, was wir damit machen können. Schmelzer, genau. Können wir noch irgendwas... schärfen, also verbessern. Den Jagdlangbogen, wunderbar. Das ist ja alles wie bei Skyrim auch. Schaden 13, 14, ja, wunderbar. Gut, dann stellen wir ihn her. Yes. Gut. Unser Inventar ist jetzt auch ein bisschen leerer und ich würde denken, dass wir jetzt losgehen, diesen Troll erschlagen. Ich hoffe mal, dass es die Mine ist, genau, die Mine ist, wo wir auch diesen Schädel, diesen Steinkreis haben. Ja, genau, hier ist der Steinkreis, alter Verlorenenkreis. Also dann, gehen wir zur schimmernden Mine, gehen wir einen Troll erschlagen. Und wie es so meine Art ist, hüpfen wir wieder über Stock und Stein. Da können wir dann nämlich vielleicht mal die eine oder andere Eispranke finden. Diese Eispranke finde ich eine schöne Idee. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Skyrim gab, ich glaube nicht. Man dann so quasi seine Tragkraft verbessern kann über die Eispranke. Hm, ist das nicht... Oh. Ich glaube, die wollen uns angreifen, oder? Greifst du uns an? Nee. Oder doch? Komm her. Weizen her damit. Truhe. Nehmen wir alles mit? Silberplatte. Nee, die nehme ich jetzt nicht mit. Hier könnte man auch ein Stündchen schlafen. Wie viel Uhr haben wir es denn eigentlich? Schlafen Heubett. Wir haben jetzt eins. Wir gehen ein bisschen vor, damit wir nachher dann auch wirklich Nacht haben. Nachdem wir den Troll erschlagen haben, brauchen wir Nacht. Ich rüste mal meinen Bogen aus. Ah ja, dich haben wir ja schon erschlagen, genau. Ich nehme das Zeug jetzt nicht mit, obwohl man es eigentlich verkaufen könnte. So eine wunderschöne orangene Sonne, die hätte ich auch gerne, aber momentan haben wir ja gerade diese etwas, wie soll ich sagen, kühlere Sommerzeit im Augenblick. Oh, oh. Komm mal her. Pyrschos, ihr geht mir auf die Nerven. Oh, Wundbrand.
Jetzt, ne, habe ich nicht noch in der letzten Folge gesagt, dass ich noch nicht krank war? Und prompt hole ich mir jetzt hier den Wundbrand? Von diesem blöden Pirscher? Ah, egal. Ich will mal hoffen, dass es uns nicht gleich umbringt. Dann gehen wir halt einfach wieder zum Pater. Und lassen uns heilen. Lass nochmal auf die Karte gucken. Ja, richtungsmäßig stimmt's. Da geht's weiter, genau. Ach, das war in diesem Hof, glaube ich. Wo uns die eine Dame doch so ein sehr... Was haben wir hier? Eisenerzen. Nee, haben wir erstmal genug. Wo uns diese Wildmagierin erwischt hat. Ich speichere mal wieder zwischendrin. Das sollte man echt machen bei dem Spiel. Wir sind doch jetzt schon relativ häufig abgeschmiert. Nö, schade. Ich dachte, man könnte es mitnehmen. Da hinten. Oh. Ach Gott, da gibt es so viel zu entdecken. Nein, wir gehen jetzt. Nein, nein, Frau Hawk, nein. Ab zur Mine. Den bösen Troll erschlagen. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt wieder? Das kommt halt davon, wenn man so quasi die Wege verlässt. Genau, da hat uns diese blöde Wildmagierin erwischt. Und dann ist jetzt auch diese Höhle nicht mehr allzu weit. Komm. Wir rennen mal ein bisschen. Hier dürften wir ja eigentlich schon alles gesäubert haben. Hier spawnen die Gegner ja nicht, Gott sei Dank. Das finde ich manchmal ein bisschen lästig in Spielen, wenn du dieselben Wege gehst und immer wieder dieselben Gegner erschlagen musst. So, da vorne ist der Steinkreis. Oh, da haben wir uns nicht mit Ruhm besudelt, gell? Alter, als wir da waren. Da waren doch auch Skelette. Das ist ein Füchslein. Einem Füchslein tun wir nichts. Jetzt geht auch die Sonne unter. Ich hoffe, dass wir den Troll recht schnell finden. Aber da haben wir ja schon einige erschlagen. Insofern sollte da jetzt nicht mehr allzu viel los sein. Außer die sind, wenn es um Quests geht, wieder auferstanden. Komm, ja, die Schlammmorchel mit und dann rein da, schimmernde Mine. So, wo ist er denn jetzt? Diese Aufträge von dem Board, die werden wir immer machen, Leute, weil es Kohle gibt. Dadurch, dass man diese Bücher kaufen muss, weil so häufig findet man sie dann auch nicht. Macht das, glaube ich, Sinn, immer zu gucken, dass man ordentlich Kohle hat. Ich wusste gar nicht, dass die so leuchten könnt. So, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ja, er ist nicht weit weg, das ist schön. Dann machen wir gleich mal einen Schleichangriff. Höhlentroll. Yes! Boah, tot! Das war schnell erledigt. Ist das eine Kiste hier? Eine, die wir noch nicht durchsuchen. Truhe her, Eisenerz und Groschen her damit. Ich kann mal ein Licht anmachen, dann seht ihr vielleicht auch mehr. Papa Troll ist ja nun erledigt. Und wenn wir Glück haben, ist es, wenn wir rauskommen Nacht, dann können wir zu diesem Kreis gehen und gucken, was da jetzt passiert. Ja, komm, wir nehmen es halt mal mit. Die ranzigen Tränke. Hallo, Troll. Nehmen wir auch mit. Und das Trollfett. Ach, du bist noch gar nicht der Master of Disaster, oder? Okay, dann rüsten wir jetzt wieder unseren Bogen aus. Da ist... Oh ja, du siehst schon anders aus. Komm, wir machen einen Headshot. Muck, muck. Muck hat keine Chance, wenn wir jetzt so aufgerüstet sind mit unseren Fähigkeiten. Also es lohnt sich, die Dinger zu... So. Es lohnt sich das wirklich? Messer, Spitzhacke, ach nee, komm. Oder nehmen wir es doch mit und verkauft es nachher? Toter Schürfer. Ach ja, komm, wir nehmen es mit. Wir machen dich nackig. Gut trainiert, mein Junge. Sehr gut trainiert. So. Muck. Muck. Oder auch das Trollfett. Ach, das ist doch wohl nicht wahr, oder? Gibt es sonst irgendwas hier zu finden? Ja, ansonsten haben wir die Höhle ja eigentlich schon angeguckt. Das heißt, wir gucken jetzt, was passiert. Dann den Pfeil nehmen wir wieder mit. Stahlpfeile habe ich nicht so viele. Die sollte ich vielleicht sparen. Und komm her. Genau, komm, wir nehmen wieder die alten Eisenpfeile. Die sollten uns doch eigentlich reichen.
Alles klar, damit haben wir diesen Auftrag erledigt. Es gibt Kohle, das ist schön. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr schleichen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas ist, weil, wie gesagt, diese Höhle haben wir bereits erforscht. Dann geht's zurück in die Sonnenküste. Jetzt mal gucken, ob es denn schon nächtens ist. Weil bei den Trollen habe ich kein Bett gesehen, dass wir schlafen können. Das finde ich ein bisschen schade, dass diese Funktion Warten hier nicht funktioniert. Aber ich könnte mal gucken, weil es wird bald dunkel, aber lass uns mal kurz in die Dings gucken, in die Steuerung. Ziehen, Perspektive springen, sprinten, Talent macht. Schleichen, rennen. Favoriten, schnell speichern, warten. Warten ist T, ja. Gut, aber wenn ich T mache, ohne dass ich ein Bett habe, sagt er mir, ich habe kein Bett. Das ist schade, weil mit einer reinen Wartenfunktion wäre es ja möglich, die Zeit vergehen zu lassen, irgendwo hinzugehen und dann einfach mal 2 Stunden zu warten. Aber jetzt wird es bald Mond. Wird. Genau, jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir da hingehen. Ich hoffe mal, dass keine Feinde mehr da sind. Ist denn schon Mond? Da ist doch so ein schöner, fetter Mond. Nee, aber es kann nicht mehr lange dauern. Können wir uns mal kurz hier umgucken. 1 seltsamer Steinhaufen. Ah, ihr solltet warten, bis es dunkel ist. Also gut. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, Eisen. Ah, und eine Eispranke. Nee, Korundiumerz. Ja, wunderbar. Dann bauen wir ein bisschen ab dabei. Und ich glaube auch, Leute, wenn wir die Quest fertig haben, wir gucken noch, ob es noch oft an dem Board welche gibt. Und die machen wir dann noch. Und wenn wir die Quests von der Tafel gemacht haben, dann schlage ich vor, dass wir mal mit der Hauptstory weitermachen. Jetzt mache ich wieder ein Licht an. Und was passiert jetzt? Jetzt bin ich echt gespannt. Ein Lederschild brauche ich nicht. Ach, der Mensch, ist immer noch nicht dunkel genug. Na gut, dann verspannen wir vielleicht mal ein paar Eispranken und hier leuchtet irgendwas. Ach, das ist wieder eine Windwurz. Windwurz, haben wir ja schon mal eine gefunden. Oh, und sie klingt auch, wie schön. Dann bleiben wir einfach mal hier stehen, Leute. Ich weiß nicht, was ich momentan mit den Leuten habe. Das ist echt der Hammer. Wo sind denn meine Eis? Die sind, glaube ich, hier, ne? Nach Name hier Eispranken. 1, 2, 3. So, und da können wir ja mal jetzt dabei. So. Eterna-Ohren. Was immer das ist. Mana wiederherstellen. Bienenstockhülle. Eine Biene, was macht die? Komm her. Ausdauer wiederherstellen. Weil wir müssen das ja machen, sonst können wir ja nicht keine Alchemie craften. Ausdauer. Deswegen müssen wir immer gucken, was... Das kann. Drachenfrucht. Feuer. Anfälligkeit für Frost. Wahrscheinlich haut es uns jetzt gleich weg. Ektoplasma. Mana wiederherstellen. Federn. Mana schädigen. Oh Gott. Feuersalze. Anfälligkeit für Frost. Flechte. Feuerwiderstand. Oh Gott, ich traue mich gar nicht jetzt raus aus dem Inventar. Wahrscheinlich werden wir alle. Wird unsere arme Shane schädigen. Ausdauer. Noch ein schädigen Ausdauer. Knolle. Krabbenpanzer. Haben wir schon. Lavendel haben wir schon. Leersalze. Schock. Anfälligkeit für Schock. Manasalz. Oh, festigen Verzauberung. Das ist schön. Mehl haben wir schon. Menschenfleisch. Menschliches Herz. Okay. Giftschaden. Oh, oh, oh. Mana wiederherstellen. Ich hoffe, dass jetzt kein Feind kommt, weil ich glaube, dass wir völlig daneben sind, wenn wir aus dem Inventar rausgehen. Rattenhaut haben wir schon. Haben wir auch schon. Salz. Salzwurzel. Spinnenei, Opfedeibel. Tapwurzel. Das muss sein, Leute. Widerstehe Gift, Trollfett, das ist nicht schlecht. Vogelei, Windwurz, Lebensenergie wiederherstellen. Giftschaden. Waschfrauenpilz. Mana schädigen, Weizen, Wurzeln, Mana wiederherstellen.
Würzgras, widerstehe Gift. So, jetzt gehen wir mal raus aus dem Inventar und ich wette, ihr Lieben, dass es uns jetzt wahrscheinlich umhaut. Ja, so richtig gut geht's uns, glaube ich, nicht. Die Frage ist, ist es denn jetzt Nacht genug? Guckt euch mal diese ganzen Effekte an, die wir gerade haben. Der Hammer, echt? Gut. Ich will das jetzt wissen, wie das mit diesem... Ach Quatsch, Mensch, wo renne ich denn hin? Da will ich doch hin, genau. Oh gut, das ist ein Trank. Warte mal, den nehmen wir auch. Trank, Trank, Trank. Den Trank nehmen wir, das blöde Schild. Hm. Gut. Wieso kann ich das hier nicht nehmen? Also manchmal... Mal her. Also gut, jetzt interagieren wir erstmal mit dem Steinhaufen. Ich mach mal in dieser Ansicht, mal gucken, ob man dann... Ob was jetzt passiert? Ihr solltet warten, bis es dunkel ist. Also das nervt doch. Oh, da ist ein... Da ist ein Buch. Kann ich denn das nehmen? Lehrlingsbuch parieren. Zauberbuch Wohltat. Wisst ihr, was ich mache? Ich lerne jetzt die ganzen Zauber. Zepp, du hast mir ja gesagt, wir sollen die Zauber lernen. Lernen. Verflixt aber auch. Also, Eispfeil, Rang 1. Feuerblitz. Panik. Schlachtaxt beschwören. Zweihändige Oh, auch nicht schlecht. Schwert beschwören. Wohltat. Halt den Zaubernden 6 Punkte, verschlimmert Arkanistenfieber und Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil. Wenn wir zaubern, kommt das nicht wirklich richtig gut. Jetzt mache ich mal das Licht aus. Und jetzt interagieren wir endlich mit diesem Steinhaufen hier. Es ist immer noch nicht dunkel genug. Ja, einfach bipsch aber auch. Den Schädel will ich nicht haben. Aber den Trank hätte ich gerne. Wie dunkel muss es denn sein? Kann mir das mal einer verraten? Ich finde, es ist schon wirklich dunkel. Oder muss da erst der Mond aufgehen? Wo ist er denn überhaupt? Dieser fulminante, riesige Mond. Das kann doch nicht mehr lang dauern, oder? Den Meisterschädel habe ich doch dabei. Oder habe ich den dummerweise? Ich habe ihn da, genau. Ausrüsten kann ich ihn nicht. Gott. Ihr solltet warten, bis es dunkel ist. Also ich weiß nicht, wie dunkel es sein werden muss, Leute. Ist es nicht, also was würdet ihr sagen? Ist es dunkel? Da vorne kommt der Mond. Bei Mondenschein. Das sollte doch jetzt eigentlich reichen, oder? Ich will jetzt wissen, was da passiert, Leute. Machen wir das Licht nochmal aus. Interagieren. Seltsamer Steinhaufen. Also gut. Muss man doch bis Mitternacht warten. Dann gucken wir uns hier einfach noch ein bisschen um. Sammeln noch das eine oder andere an Grünzeug und Heilpflanzen ein. Gibt es da noch irgendwas zu finden? So ein Häschen. Nein, das ist das Füchslein, das wir beim Kommen schon gesehen haben. Der ist nicht sehr beweglich, das Füchslein. Gucken wir halt mal da noch so ein bisschen. Da vorne ist Licht. Ach, das ist wahrscheinlich Flussheim. Oh, da drüben ist eine Kiste. Kiste. Holen wir uns. Oh, da sind Krabben. Egal, wir holen uns jetzt die Kiste. Gut, dass wir geguckt haben. Kommen wir denn da überhaupt hoch? Nee. Ach, das ist ja gemein. Ich komme da nicht hoch. Kann das sein, dass ich jetzt auf diese Kiste verzichten muss, weil ich da nicht hochkomme? Wir versuchen es nochmal. Nee, ich komme da echt nicht hoch. Wie komme ich denn an diese Kiste, Leute? Oh, ich soll es mir abgewöhnen mit dem Leute. Das ist ja wirklich schrecklich. Ich will jetzt wissen, was da passiert zum Kuckuck aber auch. Ist es denn... Oh, da fliegt was. Ist es denn noch nicht Nacht genug? Wie sehr muss es denn Nacht sein? Oder muss ich warten bis Mitternacht? Es ist erst 8 Uhr abends. Wieso ist es denn da schon so dunkel? Ja. Aber nicht, dass wir einen Bug haben. Das wäre echt schade. Aber wenn es wirklich erst 8 Uhr abends ist, ja, dann können wir da mal vielleicht zu diesem Häuschen da gehen, das da angezeichnet ist. Hier ein bisschen umgucken. Das Häuschen, das ist da oben, oder?
wenn ich jetzt wieder da rummache, dann werde ich wieder andere Sachen finden und wir werden das Geheimnis um den Meisterschädel wahrscheinlich wieder nicht lösen. Da ist ein Leuchtturm. Ist das die Flusswacht? Da werden bestimmt wieder irgendwo Feinde sein. Nehmen wir mit. Sonst noch was zu finden hier? Fass ist leer. Ich weiß auch nicht, ob wir hier schon waren. Ich habe keine Ahnung. Ist ein Grab da vorne? Sieht mir fast so aus, oder? Oh, da sind wieder irgendwo Feinde. Wo sind Feinde? Das klingt gar nicht gut. Ein Bär. Komm her, Bär. Ich will jetzt nicht sterben, das kannst du aber annehmen. Heide Witzke aber auch. Das ist halt, wenn man abenteuert, ne? Bärenklaue, Bärenpelz. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob wir uns irgendwas einverleiben können. Gebackene Kartoffeln. Komm, wir nehmen Krustenbrot. Genau. Unsere Energie wieder verbessern. Wenn hier Bären rummachen. Oh, ich glaube, hier hat der Bär gefespert. Salz. Nochmal. Eisenschwert. Weilen brauche ich nicht. Die haben hier, glaube ich, Picknick gemacht und dann kam stiller Schritt des Rattenfängers. Das nehmen wir natürlich mit. Man sollte wirklich, man muss. Bergbau, Eisenerz, nö, wollen wir nicht. Sonst noch irgendwas Cooles hier? Also man muss eigentlich vom Weg abkommen, Leute, hier. Ich schon wieder, Leute. Also man muss vom Weg abkommen hier, weil sonst findet man echt coole Sachen. Was haben wir jetzt hier? Interagieren, Reisestein. Renäus Philesohn, geliebter Vater, betritt die letzte Reise im Mondeslicht am 15. Tag des Krakens. In immerwährender Liebe deine Gefährtin Carea. Wer liegt da noch? Ruhe in Frieden, Salea-Götterbaum, beschritt ihre letzte Reise. Geliebte Mutter, ich lese den Namen gar nicht erst. Geliebte Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, möge dein Geist in Frieden auf den ewigen Pfaden wandeln. Ja. Echt eine Grabstätte gefunden hier. Kann man damit noch? Nee, kann man nicht. Okay. Lustig, dass das Reisestein heißt, die Grabsteine und nicht Grabstein. Ist ein bisschen irreführend. Oh, da ist irgendeine Ruine. Ach Mensch, Jolina Hawk. Nee, wir gehen jetzt zurück zum Kuckuck, aber auch. Echt? Weiß ja eh nicht, ob ich den jetzt finde hier. Ah, das. Was ist das? Was haben wir hier? Ach, das ist, glaube ich, die Dings, die Schimmermondhöhle. Die andere Seite ein Eingang. Ja, schimmernde Mine, genau. Nee, da kämpfen wir uns jetzt nicht nochmal durch. Das macht keinen Sinn. Ich habe übrigens, also GameStar hat ja zu dem Spiel hier einen Test gemacht. Das haben wir alles schon abgegrast, meines Wissens. Und das hat 87 Punkte gekriegt. Das muss man sich mal geben für eine Mod. Das ist echt der Hammer. Ja, wobei, ne, also wie gesagt, für mich ist das eigentlich ein vollwertiger AAA. Ja, da waren wir schon. AAA-Titel, ganz ehrlich. Und die haben geschrieben, dass wenn man nachher in der großen Stadt ist, oder haben es gesagt in dem Video, dass man dann sehr viel Ladebildschirme hat. Ich weiß noch nicht, wie das geregelt ist, ist aber auch egal, weil da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so schlimm ist, wie die das beschreiben. Deswegen gab es nämlich unter anderem Abzug, Punkteabzug für Enderal. Wie, ich komme da nicht mehr hoch, das wäre ja wieder typisch, gell? Doch, es geht. Kommt da. Ich will da jetzt hoch. Ja, das geht, das geht. Komm, wir hüpfen da jetzt einfach tapfer rum. Nein, es geht nicht. Ach, Scheibenkleister, ehrlich, Jolina Hawk. Also gut. Gucken wir mal, hier irgendwo einen Aufgang finden. Ich hab's mir fast gedacht, dass wir jetzt wieder nicht zum Steinkreis kommen. Bis dahin ist die Nacht rum. Das ist so typisch. Das ist so unfassbar typisch. Ich weiß auch nicht, komm. Irgendwo müssen wir doch da rumkommen. Oder? Das ist fies. Das ist so fies. Na gut, dafür haben wir.
nette Stiefel gefunden. Und irgendwann werden wir auch irgendwie wieder in diesen Steinkreis. Jetzt aber, oder? Da geht's weiter. Gebirgslandschaften, ihr wisst. Da gab es schon viel Gelächter in meinen Let's Plays. Und wieder einmal, ach, da ist ein Weg, ja auch schön. Nehmen wir halt den. Und hoffen, dass wir jetzt endlich Nacht genug haben, um diesen Meisterschädel mal anzuziehen. Ja, den Weg kennen wir. Den Weg kennen wir, den sind wir gekommen. Von der Dreiflusswacht. Da waren ja die ersten Banditen, mit denen wir es so richtig zu tun bekommen haben. Und wehe, es ist noch nicht Nacht genug. Doch, der Mond steht doch da jetzt in voller Pracht. Leute, es muss Nacht genug sein. Hihi. Jetzt bin ich gespannt. Und wehe, ihr arscht mich. Wehe, ihr arscht mich und es passiert nichts. So. Interagieren. Was wollt ihr tun? Den Meisterschädel auf dem Kopf balancieren und warten? Nichts. Natürlich, wir balancieren den Meisterschädel auf dem Kopf. Logisch. Meisterschädel. Ah, zwei Lernpunkte erhalten. Ach, schade. Ach, schade, Leute. Ich dachte, dass wir eine Animation haben. Nee. Ach, Mensch, ist das schade. Ich hätte gedacht, dass es da jetzt irgendeine wilde Animation gibt, aber gut, okay. Trotzdem eine nette Idee und zwei Lernpunkte, da sage ich natürlich nicht nein. Weil ihr habt es ja wahrscheinlich schon auch gesehen, wenn wir mal unsere Statistiken aufrufen, dass wir Lernpunkte brauchen, um Fähigkeiten zu lernen oder zu verbessern. Und dass wir Handwerkspunkte brauchen, um bestimmte Fähigkeiten, ich glaube, das nehmen wir mit, um bestimmte Fähigkeiten, also Handwerksfähigkeiten und so weiter zu verbessern oder da eben aufzusteigen. Und da gibt es mit jedem Levelaufstieg gibt es Lernpunkte. Und da werde ich schon gucken, dass ich meine Kernfähigkeiten für meine... Schleicherin, Streicherin, ihr wisst. Für Shane, also, dass wir das benutzen. So, ich wetze jetzt mal ein bisschen, red nicht so viel, wir sind ja gleich da. Dann geben wir noch den... den Auftrag ab. Gucken, ob wir noch einen haben. Und wenn wir am Brett keinen Auftrag mehr haben, dann gehen wir in der nächsten Folge, gehen wir dann zu Jasper und machen mal mit der Hauptquest weiter. Das ist echt ein ganz schön langer Weg. Hey, gefühlt war der Weg zum Steinkreis nicht ganz so lang. Der Meisterschädel. Ob man den verkaufen kann? Ob Tahuti den wieder nimmt für Geld? Ist der überhaupt was wert? Oder haben wir jetzt überhaupt noch im Dings, im Inventar, den Meisterschädel? Oder ist der jetzt verbraucht? Ja, ist verbraucht. Macht ja auch Sinn, würde ich mal behaupten, weil das könnte man sich ja ständig diese Lernpunkte holen. So, noch ein bisschen Gas geben. Lauf, Shane, lauf! Über Stock und über Stein, yeah! Dann hänge ich wieder wahrscheinlich in irgendeiner Grütze fest nachher. Oder komm am Zaun nicht vorbei, oder plötzlich sind da Felsen, an denen ich nicht vorbeikomme. Ja, da Möglichkeiten, nicht weiterzukommen, gibt es doch dann tatsächlich sehr, sehr viele. Was haben wir denn hier? Oh. Ich habe mich schon immer gefragt, ob wir Pferde kaufen können. Aber... weil ich es gerade Zufeisen gesehen habe, aber den Weg kennen wir schon, da sind wir ja auch schon vorbeigekommen, da war diese Dame so schrecklich unhöflich, guckt euch diesen fetten Mond an. Ja, also unglaublich, echt wirklich schön gemacht. Da haben wir unsere Questzeichen, geben wir den Auftrag ab und gucken, ob wir noch einen kriegen, dann wisst ihr, wie es morgen weitergeht. Und wir sind aufgestiegen, genau, sollten wir auch mal wieder machen. Komm, wir nehmen noch mal Lebensenergie. Ja, denn so... Und, haben wir noch einen Auftrag? Yes. Pilas Naidarim, kyrianischer Abstammung, schwarzer geflochtener Bart und kräftige Statur, wird wegen Raubmords im Hafen Arx gesucht.
Es wird vermutet, dass er sich in der Nähe des Dorfes Flussheim aufhält. Er gilt als hochgefährlich und ist vermutlich schwer bewaffnet. Für sein Ableben sind 240 Enderäler Goroschen ausgeschrieben. Komm, wir nehmen den mal an. Und wo finden wir den? Das wollen wir ja schon auch noch wissen. Lass mal schauen. Markiert bist du schon? Da hinten. Den flüchtigen Mörder. Ja, das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Das ist beschlossene Sache. Jetzt aber bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis morgen. Tschüss.